Das ist nicht dein Ernst, oder? Was hast du mit Jackies Haus gemacht? Das ist eine lange Geschichte. So, die Double und Terre der schlechten Unterhaltung. Willkommen zu Let's Play Minecraft Season 3 Folge. Sonst wie viel? Diesmal heute wieder mit dem kranken Plötzchenhacker aufgehört, die Seele persönlich. Ja. Aber eigentlich nicht ganz so krank ist, weil es hat gerade versucht. Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt. Leck mich am Arsch. Ja. Bin wieder da. Okay. Ah. Also, wir nehmen mit dem Elend persönlich, was aber immer noch gesund genug ist, irgendwelche Maxe von Kanten zu schmeißen. Ja, dankeschön. Ja, wie gesagt, auch von mir ein kränkliches Hallo. Ja, sorry für meine etwas bescheidene Stimme. Ja. Und ich habe hier ein schönes Glas Salzwasser stehen, mit dem ich mich dann mal besalzen werde. Oder selbst umbringen. Und hier steht gerade schon wieder Timed Out. Vielleicht sollte ich mal meine Skype-Facecam ausmachen. Ja. Well, das funktioniert ja heute nicht und so gut. Ich muss mich mal kurz muten, weil ich muss gerade mal ein Taschentuch missbrauchen. Okay, dann missbrauche halt ein Taschentuch. Wir bemitleiden inzwischen das Taschentuch. Gerade ernsthaft gesagt, oder? Doch. Okay, wir bemitleiden dich und das Taschentuch. Ja, das klingt schon viel besser. So, ich wollte Holz hacken gehen. Von außen klingt es wahrscheinlich so, als wäre in meinem Zimmer ein Elefantenherd oder sowas. Naja. Und meine Maus spackt schon wieder rum. Was ist denn das hier für ein Kack? Dann nimm dein Touchpad. Nee, ich kann nämlich nicht. Nee, das geht nicht, weil mein Rechner steht ja links. Ja. Und ich spiele ja auf dem Hauptmonitor und nicht auf dem linken Rechnermonitor. Deswegen geht das ja schlecht. Und das umzubauen habe ich jetzt keinen Bock. Ja. Hast du keine Kabelmaus bei dir noch rumfliegen? Bei meinem mütterlichen Geschlecht, aber sie möchte die nicht rausdrücken, weil die für zum Konstruieren braucht. Und da ich ihr Sohn bin, weiß sie ja, dass ich manchmal mit Technik nicht so ganz pflichtig umgehe. Und Nein. Aber ich könnte versuchen, die Magic Maus von meinem Väterchen vielleicht. Oder? Geht das? Könntest du machen. Ich nehme an, die hat ja Bluetooth, dass das geht. Ja, ja. Kommt drauf an, hast du die schon mal auf Windows zum Laufen gebracht? Ich habe die noch nie benutzt, auf einem Nicht-Apple-PC. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es funktioniert. Ich hole mal ein Lasso und bringe jetzt mal eine Kuh mit für Milch. Ja, ich hole mal Holz. Und außerdem mal Saplings, weil ja. Ich sag immer, bitte neu anpflanzen und was machen sie? Natürlich nicht. Ich klinke mich mal kurz vor 5 Minuten aus und frag mal mein väterliches Geschlecht, ob ich mal die Maus missbrauchen könnte. Bis gleich. Wir bemitleiden die Maus. So, wer baut denn hier immer die Bäume nicht ganz richtig ab, ey? Man muss das letzte Stück Holz oben drin lassen. Als hätte ich nichts Besseres zu tun, als die Bäume von anderen Leuten abzubauen. Aber gut. Muss ja nicht schön aussehen, Hauptsache die haben Holz, ne? So. Äh,
Ich wollte eigentlich jetzt mal mir ein Gewächshaus zimmern, aber dazu brauche ich erstmal noch eine gute Axt. Und zweitens Holz. Und Holz habe ich gerade wenig. Und weil wir Diamanten haben, mache ich mir einfach mal eine Diamant-Axt. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Nö, wisst ihr ja. So. Einmal Axt. Ich nehme erstmal noch die. Machen wir die kaputt. Ich könnte da zwar jetzt hoch, habe ich aber keine Lust. So, ich bin wieder da. Ich zeig dir jetzt mal kurz in der Webcam, was ich für ein schönes Stück ergattern konnte. Es ist zwar kein Apple-Maus, aber ja. Ah. Ja, so viel dazu. Ich wechsle mal kurz die Maus. Achtung, ich bin mal kurz unterm Tisch. Ui. So, jetzt muss ich nur gucken, wie die angeht. Oh, jetzt ist er aufgegangen. Wer hat hier die Oberteile von den Bäumen abgesenzt? Was ist das hier für... Ui. Funktioniert? Ja, es funktioniert. Das fühlt sich ja wirklich gar nicht gut an. Abartig. Die Oberteile von den Bäumen abgesenzt? Ja. Ich glaube, das war ich. Braucht es wohl Zeug oder was? Also Blätter? Nein, weil ich habe dem Jack demonstriert, wie das mit dem Widder funktioniert. Nachdem er gesagt hat, Hilfe, Hilfe, wer hat das explodiert? Hilfe, Hilfe. Deswegen habe ich da mal ein Ender... Oh Mann, mir juckt schon wieder in die Nase. Deswegen habe ich da so ein Ender-Kristall mal hochgehen lassen. Demonstrationszwecken. Deswegen sind da die Spitzen von den Bäumen ab. Ah. Ich habe bereits gesagt, wir sollten ein Gewächshaus bauen für Brot und so. Ja. Jack hat sich ein Gewächshaus aus Dirt gebaut. Ja. Ich habe schon gesehen. Außerdem müssten wir mal noch Gravelwege zum Spawn bauen. Haben wir überhaupt einen Spawn oder ist da... Na, ich habe da versucht, an diesem Spawn da, wo man eigentlich spawnt, habe ich versucht, so ein Häuschen zu bauen. Aber man spawnt immer irgendwie 2-3 Blöcke irgendwie daneben. Das ist unpraktisch. Mach doch einfach dann mal dort einen Comment-Block hin, der das zu dem gebauten Spawn transportiert. Ja, das habe ich ja auch schon gemacht. Du kannst ja meine Kreation gerne mal angucken. Ich habe meinen Spawn woanders gesetzt. Ja, ich gehe gleich mal dahin. Irgendwie, oh Mann, dumme Kuh. Irgendwie funktioniert das da nicht ganz so recht. Und die Kuh läuft gerade rückwärts hinter mir her. Und ich frage mich, warum. Auf jeden Fall funktioniert das gerade nicht so recht, weil, Baum. Oh. Nee, ich weiß nicht. Es geht irgendwie nicht. Man spawnt immer 2-3 Blöcke irgendwie random woanders. Dann machst du dort ein großes Areal. Mit Druck. Nee, wie das mit den großen Arealen ist, weiß ich nicht. Das musst du bauen. Da bauen wir schon was irgendwie. Sobald ich es geschafft habe, Buckets ans Laufen zu bringen, machen wir dort mal was Ordentliches. Man, das lange Plötzchenhacker kann immer noch schreien. Ja. Das ist ja mal das Witz. Die dumme Kuh steht hier rum. Ich bin zu mal neben Bett fest, ne? Ja. Warum steht bei uns eigentlich nur noch ein Bett? Hatten wir nicht immer schon eins? Nein, ich habe mal ursprünglich 3 Betten dahin gepflanzt. Dann hat die sich bestimmt jemand geklaut. Such dir schon mal ein schönes Plättchen für ein Gewächshaus aus. Ja.
Bitte, wer pflanzt Bäume am Berg? Ich nicht. Doch, aber bestimmt Jack oder Puffy. Oh, Puffy. Ja, lebt Puffy eigentlich noch, oder? Ich habe lange nichts mehr von ihr. Ja, Puffy lebt noch. Warte mal, 16.37 Uhr. Ich kann mal gucken, ob sie auf Skype online ist. Nein. Bist du da? Wir nehmen gerade auf. Das heißt, bitte nicht zur Konferenz hinzufügen. Nein, die ist momentan noch abwesend. Die hat mir gesagt, dass sie immer bis 16 Uhr Schule hat. Also ich irgendwie bezweifle, aber nun gut. 16 Uhr Schule ist ja wirklich ein bisschen lang, ne? Ja, das ist ja noch übertrieben als bei uns. Findest du es bei uns übertrieben? Ich find's bei uns eigentlich okay. Nein. Ja, ich find's auch okay, aber hast du eigentlich hast du eigentlich immer noch Peaceful drin? Nö. Ich mein easy? Ja. Das ist aber hier ein bisschen übertrieben easy, oder? Weil das easy ist ein bisschen übertrieben. Da sind sehr viele Monstrositäten. Ja, dann stell ich aufs normal. Nein! Dann kommen ja noch mehr. Aua. Ja. Hier fliegen mir gerade. Mir fliegen gerade die Creeper um die Ohren, aber ich hab gerade mal was. Genau deswegen. Ich mach gerade mal was mit dem Leben. Shaggy. Och man, lass den doch mal in Ruhe. Es ist doch auch nur ein schwieriges Bäh. Bäh. Oh Scheiße, der darf das jetzt. Warte mal, ich muss jetzt mal wieder zu unserem Haus. Und ich muss mal gucken, was da los. Weil. Da ich sehe, irgendwie hat da irgendjemand mit meinen Game Rules rumgespielt. Ja, ich habe Mob Briefing auf Force gestellt. Weil er wollte unbedingt demonstriert haben, was denn ein Wilder bewirkt. Und dann habe ich halt mal schnell Mob Briefing ausgemacht. Ah, gut. Weil das wäre wirklich fatal. Darf ich dies wieder aktivieren? Ja, darfst du. Wobei ist eigentlich ganz praktisch, wenn es aus ist. Aber glaube ich, ja genau das kommt davon. Gut, ich hätte vielleicht keine Druckplatten dahin stellen sollen. Oh, da hinten ist Creeper-Versammlung. Ich sehe schon, man spawnt ein wenig neben deinem kleinen Spawnhaus. Fiel mir gerade auf. Nein. Nein, Baby Zombie, Hilfe, Creeper, Baby Zombie, Hilfe, noch einer. Lass mich in Ruhe, bitte, lass mich einfach nur in Ruhe, das war alle. Oh, ja, schön. Da ist eine Krebser vor die Haus, die muss ich erstmal entkrebsern. Es ist unpraktisch. Da steht eine Kuh im Haus. Ja, die habe ich extra dahin geholt. Oh, hallo Zombie, du bist ja auch noch da. Damit die Kuh uns mitspendiert. Ich habe fast nichts mehr zu essen, aber das ist ja auch egal. Sollten wir vielleicht mal schlafen gehen? Ja. Bist du an irgendeinem Haus von irgendeinem anderen Menschen? Dann kannst du ja dort schlafen gehen. Nein, ich bin gerade am Spawn. Ich komme gerade in unser Haus. Wenn ich draußen schlafen muss, dann werde ich ja noch kränker, als ich jetzt schon bin. Deswegen schlafe ich lieber drin bei meinem Maxi. Wir haben auch bloß ein Bett. Mann. Scheiße ist das. Okay, geh du hier ins Bett, ich suche mir ein anderes Bett. Auch wenn ich dazu erstmal durch diese Zombie-Horden hier durch muss. Und da sehe ich schon die ersten Creeper. Und ich konnte jetzt gar nicht Jackies Haus mit Hilfe von Creepsern. Das ist nicht dein Ernst, oder? Manipulieren? So, kommen sie rin, kommen sie ran. Der Puffy hat doch... Ja, guck mal, wo unsere zwei Betten hin sind.
Ich bringe unsere zwei Betten wieder mit. Warum? Naja, weil ich sie gerade gefunden habe. Okay. Ich muss Frag mich nicht, wo. Ich muss gerade mal husten. Genau der richtige Mensch hat sich zwei Betten geklaut, kann ich dir sagen. Warum war das Jackie? Nein, schlimmer. Bobby? Richtig, Koran. Okay, Jackies Haus manipuliert. Wo ist die Witch? Keine Ahnung, da ist die Witch. Die könnte ich doch eigentlich mal bekämpfen. In so einem schönen Witch-Fight. Ich habe hier ja so LED-Spots auf meinem Schreibtisch rumstehen. Und das Glas Okay, die Witch ist tot. Das war ein höchst eleganter Witch-Fight. Tot. Oh. Ah, die Witch ist tot? Da war ja noch eine Witch. Da war ja noch eine. Warte, ich komm mal zu dir. Ich bewitche mich mal. Ich komm mal zu dir. So, Witch, Witch. Witch. Witchfight. Ah, da ist ein Skeletonchen. Das werde ich erstmal entskeletonieren. Und da ist ein Kriebser. Den werde ich jetzt auch mal schnell entjungfern. So, ich... Der ist hochgegangen. Der Kriebser ist hochgegangen. So, ich komme Haus und dann legen wir uns mal in Bett. In Haus ist ein Loch. Nein, Vorhaus ist ein Loch. Oh, toll. Nein, wir können die Welt so durchlöchert lassen. Ich finde, das sieht cool aus. So, ich habe zwei Betten wieder ergattert. Mein Bett. Also ich meinte Puffys Haus natürlich, ne? Ich guck mal, wo Monster in der Nähe sind. Sind da Monster in der Nähe? Da steht, du kannst jetzt nicht schlafen, es sind Monster in der Nähe. Ja, ich bin ja nicht dumm, ich hab's auch gelesen. Sag jetzt bloß nichts Falsches. Ja, hinterm Haus steht ein Skelett. Und noch ein Skelett. Hinterm Haus ist gerade Skelettparty. Ui. So, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich der. Okay, ich kann schlafen. Und da kommt ein Zombie-Villager. Au! Du könntest eigentlich auch Schreie von mir als Prä-Intro nehmen. Ja, und du schreist nicht laut genug. Das war noch nicht emotional genug. Hallo. Au. Musst du mich immer aus unserem Ehebett entfernen? Ja, wir haben eine Ehe zu dritt, deshalb haben wir drei Betten. Und da kommt gerade ein Zombie reingelaufen. Der hat bei mir keinen Kopf und er läuft direkt auf mich zu. Jetzt kommen Licht, Schrei. Obwohl, jetzt wird's ja auch schon wieder Tag, ne? Jetzt ja. Nützt Ditte auch nicht mehr. Titte, der hat Titte gesagt. Ich bin so unreif, echt. Nein, bin ich nicht. Ja, ich musste dann mal noch einen entsprechenden Videolink schicken zu deiner Unreifigkeit. Habe ich nämlich heute Morgen um 4 Uhr gesehen. Ich habe übrigens diese Nacht überhaupt nicht geschlafen, ne? Ich habe schon gemerkt, heute früh um 8 kam. Hallo! Wenn ich etwas demotiviert klinge, ist das, weil ich nicht geschlafen habe. Hilfe, mich jagen gerade zwei Kriebser. Ich eile dir zu Hilfe. Nein, sie sind schon weg. Sie sind schon weg. Sie sind schon weg, oder was? Ja, die Kriebser. Bumm. Nein, nicht bumm. Jetzt hat's bumm gemacht. Bei mir, ausnahmsweise. Hast du mal eine gute Stelle, wo wir ein Gewächshaus hinstellen könnten? Nein. Ich würde ja am besten... Was hast du mit Jackies Haus gemacht? Das ist eine lange Geschichte. Und da steht ein Creeper. Au. Gestalt. Mr. Skellington hat es auf mir abgesehen. Naja, wer hat das nicht... Wer hat denn nicht auf dich abgesehen? So, ich besteige jetzt mal diesen Berg hier. Oh, hast du auch Kondome mitgenommen? War klar, dass jetzt sowas kommt. Und da vorne steht eine Spinne rum.
Hallo Spinni und viel Spaß im Spinnenhimmel. So, ich würde jetzt gern mal... Wir haben nichts mehr Ordentliches zu essen. Es wird Zeit für ein Gewächshaus. Deswegen werde ich auch ein paar Eimer mit Milch machen und Zombie Brain befüllen. Ne? Damit wir dann uns dezent essieren können. Ja, ich steige jetzt gerade mal diesen Berg hier, wo ich gerne... Ja, ich habe schon gehört. In Gewächshaus drauf ballern würde. Genau richtiger Ausdruck, nicht? Dieser Schleim ist so eklig. Ob ich diese Nacht schlafen sollte oder ob ich noch ein bisschen aufnehmen sollte, ich weiß es nicht. Nee, schlaf diese Nacht mal, da bist du fit für Montag. Warum? Es ist doch noch Wochenende vor uns. Wir haben doch morgen noch so viel Zeit. Ja, schon klar. Ey, was machst du? Warum schlägst du mich mit einer Schaufel? Tut mir leid. Was tust du da? Ich mache mir Fläche für ein Gewächshaus. Soll ich uns eventuell mal Sand? Ja. Aber dann mache ich erst, wenn du mitkommst. Dann musst du mitkommen, weil alleine lohnt sich das echt nicht. Wir brauchen Sand und Holz. Ja, aber erstmal wäre es nett, wenn du Holz holst und dann mal mitbauen hilfst. Holz holen? Wir haben doch schon 5000 Bäume gefällt. Ja, aber das Holz haben wir, glaube ich, verbaut. Ja, Mutter, denn schon wieder sein? Ja. Na, leck mir am Arsch, geh raus hier. Leck mir am Arsch, geh raus hier. Ui, toll. Ja. Darf ich mal ein paar Diamanten? Das brauchen wir ja, ne, bestimmt. Eins, zwei, drei. Wir haben sie doch. Ist doch nicht so, als hätten wir keine. So. Wie viel haben wir gehabt? 42. Die können wir ja gerecht auf uns aufteilen. Hat jeder 21. Ich würde sagen, jeder nimmt sich das, was er braucht. Wenn der eine mehr Miet geht, dann nimmt sich der eine halt drei mehr, weil er drei mehr für die Dings braucht. So, ich habe Dixbär-Schaufel. Da muss ich jetzt mal kurz Suizid begehen. Hui. Bumm. Aua. Aua, Zed hat a little bit wehgetan. Zed. Oh yes, Zed. Zed. Zed? Zed. Oder wollen wir das auf wunderhübschen Birkenholz bauen? Nein, bloß nicht. Ich hasse Birkenholz. Ja, aber diese scheiß Birkenbäume müssen weg. Oder darf ich das zur Holzkohle verbrennen? Ich will hier nämlich einen schönen Eichenwald haben. Darfst du gerne machen. Ja, juhu. Du, also ey, du bist voll gegen Weiße. Oh. Ach übrigens, die letzte Folge hast du schön geschnitten. Warum? Greenpeace gehen, sie sterben. Ja, ich weiß. Ja, also falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, ich weiß nicht, welche Folge das jetzt schon ist, aber auf jeden Fall Folge 2. Ganz interessant. Folge 3, die müsste Greenpeace am Mittwoch schon rausgekommen sein. Greenpeace gehen, sie sterben. Ja, ich hab's heute erst gesehen. Oder ist sie schon draußen? Müsste ich jetzt gleich mal gucken. Folge 2 ist schon draußen. Folge 3 noch nicht. Ehrlich? 3 ist noch nicht draußen? Nee, war zumindest vor einer Stunde noch nicht draußen. Wir reden in Folge 5000 hier schon gerade über Folge 3. Oder wollen wir uns einen bloß, Ich hab bloß was ganz Dummes gemacht. Ich hab vergessen, im Titel 3 hinzuschreiben. Oder wollen wir hier den Wald abholzen und uns hinterm Haus einen kleinen Wald erschaffen? Weil der Wald soll ja, das ist dann unser Privatwald. Zum Beispiel können wir machen. Okay, dann ist ja kein Bein. Also ich würde jetzt mal sagen, das war es für diese unterhaltsame Folge. Ich hoffe, es hat euch hoffentlich doch nicht gefallen. Und wenn doch, dann
schlagt den Daumen nach oben so lange, bis er grün wird. Aber denkt dran, ihr habt nur einen Daumen und ich würde den nicht freiwillig absäbeln, weil ich bin nämlich leidenschaftlicher Akkordeonspieler und ich passe auf meine Daumen auf. Ja. Denkt dran, ihr habt nur einen. Tschüss.